Wovon, liebe Schwestern und Brüder, leben wir? Leben wir wirklich? Und wovon leben die wirklich, die zu Christus gehören und die er ausgesandt hat? Von wenig. Das haben wir letzte Woche gehört. Als Jesus die Apostel aussendet, als er, wir haben das genannt, eine Revolution startet, mit dieser kleinen Gruppe von Aposteln, immer zu zweit, mit einer minimalen Ausrüstung. Aber sie kommen, so hören wir heute, zurück. Sie sind ganz außer sich, wie das gewirkt hat, dass sie, wenn man das so sagen will, bei den Menschen ankommen, dass es Menschen gibt, die zuhören, die entdecken. Das sind wirklich welche, die etwas zu sagen haben, die uns etwas zu geben haben, weil sie ganz in enger Verbindung sind mit dem, der sie gesandt hat. So kann der Kirchenvater Hieronymus sinngemäß zu unserem Evangelium sagen, die ausgesendeten Ströme kommen heute zurück zur Quelle. Die, die mit wenigen Mitteln ausgesandt sind, kommen zu ihrem Mittelpunkt zurück, zu Christus. Und, muss man nichts beschönigen, sie sind kaputt. Sie sind erschöpft. Die haben überhaupt keine Luft mehr, keine Energie mehr. Sie sind aufgebraucht. Sie fallen um wie nasse Säcke. Jesus sieht das. Er sagt nicht, hallo, hier, keine Müdigkeit vortäuschen, komm Jungs, jetzt müsst ihr nochmal einen Zahn zulegen. Nein, er sieht ihre Müdigkeit, ihre Bedürftigkeit und sagt, kommt, nur ihr allein. Der Text, unser deutscher Text drückt das nicht so deutlich aus wie das Griechische. Nur ihr allein, ihr kommt jetzt mal mit. Wir ziehen uns jetzt einmal raus. Doch, doch wunderbar. An einen einsamen Ort. Die Seele baumen lassen, das kennen wir. Durchatmen, Kräfte finden. Aber, wie das so ist, wenn Menschen wirklich einmal gespürt haben, dass sie hier etwas bekommen, dass ihnen hier Kraft zukommt, dass sich da wirklich jemand kümmert, dass da einer ein wirklicher Hirte ist, dann ist das schwierig. Dann machen diese Menschen manchmal einen Strich durch die Rechnung. So auch hier. Die haben das spitz gekriegt. Die wollen irgendwo hin, wo sie alleine sind. Die waren schon vor ihnen da, bevor sie angekommen sind. Und dann dieser Jesus. Inzwischen mitten im Sommer angekommen, könnten wir uns fragen, ob wir mit diesem Jesus jemals hätten Urlaub machen wollen. Der sagt ja nicht, ach, jetzt sind die Leute da. Komm, wir gehen woanders hin. Lass die mal, die sind morgen auch noch da. So, wie wir das manchmal tun. Die sind morgen auch noch da. Wenn sie wirklich was wollen, laufen sie nicht weg oder sie kommen wieder. Wir müssen jetzt mal für uns sein. Oder in seiner Autorität könnte er sagen, alle setzen sich hin, alle machen jetzt mal einen Mittagsschlaf oder sowas, die Apostel sind müde. Guckt mal, die können nicht mehr gerade stehen, sagt er nicht. Oder holt mal eine runde Pizza für alle und dann ist gut. Dann sind erstmal alle schon mal beruhigt. Er sieht die Menschen, weil sie verloren sind. Und was tut er? Die Apostel finden in diesem Moment gar nicht mehr statt, die werden gar nicht erwähnt. Die werden sich ihren Teil gedacht haben, eher wieder. Und Jesus lehrt sie lange. Das ist eine pastorale Konzeption, die würde heute nicht durchgehen. Wahrscheinlich würde man vom Bischof Strafe setzen. Würde man gesagt bekommen, du hast sie ja wohl nicht alle. Die armen Leute. Die Apostel können schon nicht mehr, da fängst du an, da rumzupredigen stundenlang. Das ist ja, da kann ja nichts passieren. Da kommt am Schluss ja gar keiner mehr. Sieh, wir sehen den großen Unterschied zwischen dem Evangelium und unseren pastoralen Konzeptionen heute. Wovon leben wir wirklich? Wenn wir müde sind, wenn wir ausgebrannt sind, wenn wir keine Lust mehr haben oder einfach nicht mehr können. Wovon leben wir? Wir können das ja beobachten, rechts und links. Dann gibt es, und das mag sicher hilfreich sein, Rekollektio-Häuser. Und es gibt die Psychotherapie und alles das.
Was wir vergessen haben, liebe Schwestern und Brüder, ist ein alter Grundsatz, dass man Gleiches mit Gleichem behandeln muss. Das ist ein alter Grundsatz der Hermeneutik, der Auslegung, und der gilt fürs ganze Leben. Sie können von mir aus auch diesen Begriff brauchen, der klingt dann gebildeter, es ist homöopathisch. Gleiches muss mit Gleichem behandelt werden. Eine geistliche Krise, in der wir mittendrin sind, vielleicht persönlich, als Kirche insgesamt, als Ortskirche, wie auch immer, kann nur mit geistlichen Mitteln behandelt werden, mit sonst nichts. Eine geistliche Krise. Es kann sein, dass es entwickelte Abhängigkeiten gibt. Davon rede ich nicht, davon spricht auch das Evangelium nicht. Die muss man anders behandeln. Da kann eine Therapie sinnvoll sein. Aber dass wir uns angewohnt haben, sämtliche Krisen immer mit den modernen, sogenannten modernen Mitteln zu behandeln, das ist ein großer Fehler. Es führt zu nichts. Diese erste Revolutionswelle Jesu wäre im Keim erstickt. Wir würden heute hier irgendwie um einen Odinstempel herumlaufen oder sonst irgendwas was tun oder uns gegenseitig auffressen. Wenn diese Menschen, wenn Jesus, wenn die Apostel so gehandelt hätten, haben sie aber nicht. Es wird nicht einfach für sie gewesen sein. Aber wenn wir wirklich fragen, wovon leben wir eigentlich? Was brauchen wir, wenn wir in der Krise sind? Und er lehrte sie lange. Das Wissen darum, dass Jesus unsere Schwäche, unser Abgekämpftsein, unser Müdesein sieht und es kennt. Aber das Mittel dafür ist nicht dies und jenes, ist nicht ein Trostpflästerchen hier oder irgendeine neue Strategie dort. Das Mittel dagegen ist Christus selber. Bei ihm zu sein, sich mit ihm zurückzuziehen und wenn es dann eine neue Situation gibt, bei ihm zu bleiben. Sich von ihm führen zu lassen, gleich was er tut. Was er gerade wieder, so werden die Apostel vielleicht gedacht haben, was er gerade wieder anstellt. Was macht er denn jetzt? Es hat er uns versprochen, komm, wir gehen an einen einsamen Ort. Das klingt so wirklich so nach Sommerfrische. Und dann beginnt er, diese Massen von Menschen neu zu lehren. Das Evangelium zeigt noch ein zweites, das sehr einfach ist. Es ist schon angeklungen. Warum kommen die Menschen? Warum laufen sie hier hin? Die haben doch auch was anderes zu tun. Das spielt ein wenig, und deshalb ist diese Lesung ausgesucht worden, auf den Propheten Jeremia an, den wir in der ersten Lesung hörten. Wehe den Hirten. Gemeint sind die Könige Israels, die sich als Hirt verstanden. Wir hören das heute gleich sozusagen auf die Bischöfe oder die Priester hin. Damals waren es die Könige Israels. Aber dieses Wort ist ja wie so manches Prophetenwort oder jedes offen für eine neue Situation. Wehe den Hirten, die sich nicht kümmern, denen die Menschen weglaufen. In der letzten Woche haben wir die neue Statistik gehört. Hunderttausende im letzten Jahr in den beiden großen Kirchen. Hunderttausende. Es gibt gar kein Halten mehr. Sie erleben das ja wahrscheinlich selber. In der Familie, in der Nachbarschaft. Irgendwann gibt es noch den letzten Anstoß, oder es kommt wieder ein kleiner Skandal, eine kleine Überschrift. Und eigentlich weiß man ohnehin schon lange nicht mehr, warum man noch die Kirchensteuer bezahlt. Also gehen wir jetzt auch mal zum Amtsgericht. Dann ist halt eben Schluss. Wenn Menschen spüren, dass Hirten sich selber weiden und sich hauptsächlich um sich selber kümmern müssen, mit ihrer Medienabteilung und darauf achten, dass sie in der Öffentlichkeit gut dastehen, aber wenn sich Menschen fragen müssen, wo bleibe ich denn mit meinem Glauben? Wo bleibe ich mit meinem Versuch, christlich zu leben? Wo gibt es einen Ort dafür? Und wofür, das darf man in unserem Land ja fragen, werden die eigentlich so gut bezahlt? Was machen die eigentlich? Gute Frage. Wenn wir auf diese Frage, liebe Schwestern und Brüder, keine Antwort finden, dann haben wir uns weit vom Evangelium entfernt. Hier ist die Antwort darauf. Wie man tun muss, damit die Menschen kommen. Es ist ganz einfach. Man muss das Wort Jesu tun.